Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehren würde. Hallo und herzlich willkommen zurück bei dem Quatschkopf da vorne. Und so bat er Innos, jenen Teil seiner Macht in seinem Reiche zu belassen, auf dass er sie dem Menschen wiedergebe, falls das Tier zurückkehren sollte. Und ja. Innos, jetzt halt doch mal die in Klappe. Seiner Weisheit tat es. Ja, er hat's schon wieder getan. Ich gehe mal eben weg hier, damit ich euch wenigstens vernünftig begrüßen kann. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ja, ich auch nicht. Überall wird hier gequatscht, ich komme überhaupt nicht dazwischen. Vatras ist ja offenbar ein Wassermagier, zumindest sieht er so aus. Und wir haben zufällig von Wieser, Matteo war der Kaufmann, Wieser, Torben, sollen wir uns den Segen der Götter holen. Also können wir doch mal mit ihm quatschen jetzt. Dann haben die Leute da vorne auch mal seine Ruhe. Und ich glaube, von dem Valentino, der da stand, haben wir auch schon gehört. Der geht gerade weg, wir quatschen mal eben. Nicht. Na, was bist du denn für einer? Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen runtergekommenen wie dich vermisst keiner. Was? Nö. Tja, wenn du mal so viel Gold hättest wie ich, müsstest du auch nicht arbeiten. Aber so reich wirst du nie sein. Ich merke schon, mit dir werde ich mich noch amüsieren. Ja, dem müssen wir auf jeden Fall mal aufs Maul hauen, aber so weit sind wir noch nicht. Meine Meinung will ja keiner. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Ich bin Valentino, der Schöne. Lebenskünstler und Schürzenjäger. Natürlich. Arm an Sorgen, reich an Weisheit und Gold. Und die Frauen liegen mir zu Füßen. Bei der Anstellung? Hast du Probleme? Dann halt sie fest. Ich kann sie nicht gebrauchen. Mein Mann sieht das anders. Ja, bei der Einstellung liegen ihnen die Frauen auf jeden Fall zu Füßen. Das werden wir machen, wenn wir ein bisschen stärker sind. Ich denke, auch mit Waffe werden wir ihm so nicht aufs Maul hauen. Ich hab da meine eigene Meinung. Hast du mir noch was zu sagen? Mach dich beliebt, verspreche niemandem etwas, nimm dir, was du kriegen kannst und pass auf, dass du dich nicht mit der Miliz anlegst. Oder natürlich mit eifersüchtigen Ehemännern. Die sind die schlimmsten, sag ich dir. Ich hab so einiges gehört. Also das mit dem Nimm, was du kriegen kannst, finde ich ganz gut. Alles andere, geh mir nicht auf den Sack. Gut, hier gehen sowieso gerade alle weg. Vatras ist alleine. Und es wird dunkel, das heißt, wir werden gleich schlafen gehen müssen. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Segen und so. Ich habe einen Brief für dich, das stimmt. Ich will mehr bei den Ring. Ich will mich dem Ring anschließen, das stimmt natürlich auch. Und erzähl mir was über den Ring überhaupt. Was ist das eigentlich? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Weil ich dich danach gefragt habe. Das höre ich zum ersten Mal. Cavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Weiß ich nicht, was habe ich denn davon? Erzähl mir was über den Ring, das wäre ja irgendwie eigentlich so das Erste. Warum sollte ich das wollen? Und deine Gegenfrage war, warum soll ich das tun? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Ja, okay, es ist immer noch genau dasselbe. Ich habe einen Brief für dich. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Gut, dass wir den wieder versiegelt haben. Durch die Macht von F9. Ja, auf jeden Fall von Cavalorn. Also eigentlich haben wir das in Banditen abgenommen, das ist auch richtig. Aber Cavalorn war ja dabei, also... Ne? Von Cavalorn, dem Jäger. Cavalorn? Wo ist er? Weg. Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei, was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Cavalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Wie auch immer wir das geschafft haben, wir haben nämlich mit Gothic 1 kaum mit ihm geredet. Ich glaube, wir haben einmal mit ihm gequatscht und das war's. Vielleicht zweimal, weil wir noch Erz aus ihm rauspressen wollten. Erzählst du mir jetzt was über den Ring? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Offenbar nein. Kann ich mich anschließen?
Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Das Wollen? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Glückwunsch. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Ja, wir sollen ja niemandem von Drachen erzählen, also werden wir genau das tun. Wir erzählen von Drachen. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Glaubst du wirklich daran? Sollen wir von Xardas erzählen? Das wird sich nie ändern. Xardas hat uns explizit gesagt, dass die Feuermagier nichts von ihm wissen dürfen, aber er ist kein Feuermagier. Na komm! Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ich bin... Dein Name interessiert mich nicht. Ja, gefangen, das auf jeden Fall richtig. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber... Ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Das war ein Test? Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Huch! Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Erzählst du mir jetzt was über den Ring des Wassers? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Was kannst du denn? Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Natürlich. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Kavalorn. Wo sind die anderen Wassermagier? Eine valide Frage. Die sollten ja eigentlich aus der Barriere entkommen sein. Die Feuermagier sind zwar hinfort, aber die Wassermagier? Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Ja, okay. Wie kommen wir da hin? Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Ja, das versuchen wir ja gerade. Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Gleichgewicht ist ja eigentlich erstmal gut. Wo kein Licht, da kein Schatten und umgekehrt. Geht's auch etwas konkreter? Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Mich. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Ich. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Hab ich gemerkt. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Mich. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinnis versorgt werden. Nicht von mir. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Okay, wir müssen den Waffenhändler finden. Das wird schon irgendwie gehen. Wir müssen ja eh mit allen reden. Irgendwer wird sich verraten. Wegen dieses Waffenhändlers? Was weißt du denn darüber? Wegen dieses Waffenhändlers. Genau, was wisst ihr schon? Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven.
Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst, ist Martin nicht weit. Paladin? Kann man da vorsichtig mit einer Haarnadel drin rumstochern? Waffenhändler, was muss ich tun, um mich anzuschließen? Dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Na, großartig. Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Na toll, wofür haben wir den ganzen Scheiß gemacht, wenn uns eh keiner glaubt? Ich habe viele Menschen befreit, die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Ja, besser als ein Leben lang Sklavendienste in der Barriere leisten zu müssen, oder? Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann soll dir dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Okay. Das ist richtig. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun. Wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem Vertrauten Laris sprechen. Wird dir helfen. Wo ist er denn? Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur drei Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Laris bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Okay, das sind quasi unsere drei Lager. Das werde ich tun. Waffenhändler bei der Suche helfen? Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Ach. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Ich soll das Amulett gut behandeln? Muss ich es streicheln und füttern und ganz doll lieb haben oder wie? Ein Irrlicht in einem Amulett? Irrlichter sind bewundernswerte Geschöpfe. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind an das magische Erz dieser Welt gebunden. Es ist ihr Ursprung. Von ihm beziehen sie ihre Kraft. Es wundert mich nicht, dass du noch nie von ihnen gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehöriges Erz trägt. Die freilebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle entrissen worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert.
Diesen bedauernswerten Kreaturen ist nicht mehr zu helfen. Du solltest ihnen besser aus dem Weg gehen. Cooles Stück Lore. Kann das Irrlicht noch mehr leuchten? Kann das Irrlicht noch mehr? Mehr als nach Nahkampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Riordian ein Lehrmeister dieser Wesen. Er ist einer von uns und zurzeit mit Satoras unterwegs. Vielleicht kann er dir mehr dazu sagen. Riordian kennen wir ja auch schon. Danke, ich werde gut darauf achten. Gut, wir haben hier tatsächlich noch ein Meer. Was gibt's denn hier noch? Ich bitte um deinen Segen. Genau, da geht's doch um, hier, Visa Torben. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Toll! Und wo finde ich jetzt einen Geweihten hier für den anderen Segen? Wo finde ich einen Geweihten Enos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Den finden wir schon. Kannst du mir etwas über Magie beibringen? Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Nur den erwählten Enos und den erwählten Adanos ist es gestattet, Runenmagie zu wirken. Aber auch gewöhnliche Sterbliche können Magie mit Hilfe von Spruchrollen wirken. Ich kann dir zeigen, wie du deine magischen Kräfte kanalisieren und erweitern kannst. Ja, aber Mana ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als erstes leveln möchte. Kannst du mich heilen? Ja, das können wir mal eben machen. Kannst du mich heilen? Jo. Adanos, segne diesen Körper. Befreie ihn von seinen Wunden und stärke ihn mit neuem Leben. Erzähl mir über die Götter. Erzählt er dann den ganzen Quatsch, den er hier schon die ganze Zeit hier den Leuten erzählt, in der gleichen Geschwindigkeit mit den ganzen Pausen und so weiter? Und spenden will ich wirklich nicht, das ist mein Geld. Erzähl mir über die Götter. Was genau möchtest du wissen? Gut, wir hören uns alles an. Erzähl mir über Belia. Belia ist der finstere Gott des Todes, der Zerstörung und alles Widernatürlichen. Er liegt im ewigen Kampf mit Enos. Doch Adanos bewahrt das Gleichgewicht zwischen den beiden. Nur wenige Menschen folgen Belias Ruf. Doch denen, die es tun, verleiht er große Stärke. Das klingt ja gar nicht so schlecht. Nächster. Erzähl mir über Adanos. Adanos ist der Gott der Mitte. Er ist die Waagschale der Gerechtigkeit, der Hüter des Gleichgewichts zwischen Enos und Belia. Er gebietet über die Kraft der Veränderung. Sein Geschenk ist das Wasser in allen Meeren, Flüssen und Seen. Seine Priester sind die Magier des Wassers, so wie auch ich ein Diener und Priester von Adanos bin. Und die goldenen Mitte, also quasi böse die Mitte und der behauptet dann gut zu sein, ja? Erzähl mir über Enos. Also gut. Enos ist der erste und oberste Gott. Er schuf die Sonne und die Welt. Er gebietet über Licht und Feuer, die seine Geschenke an die Menschen sind. Er ist Gesetz und Gerichtsbarkeit. Seine Priester sind die Magier des Feuers, die Paladine, seine Streiter. Ich kann ja Götter nie irgendwas abgewinnen. Dann haben wir, glaube ich, alles durch. Spenden werde ich nicht. Waffenhändler, vermisste Leute. Wegen der vermissten Leute. Gibt es noch irgendwelche zusätzlichen Infos? Ja. Wo soll ich anfangen, nach den Vermissten zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Gut, ich weiß noch gar nichts, da brauche ich dir nichts erzählen. Und beim Waffenhändler haben wir dieses Waffenhändlers gefragt. Ja, da sagt er mir nur,
Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Gehen soll, sprich oder? Mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Okay. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst, ist Martin nicht weit. Okay. Warte, wenn du Lares siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Okay. Wir haben ein Amulett bekommen. Das sieht nach einem Amulett aus. Es leuchtet. Sucht das jetzt auch in der Stadt Waffen? Haut ihm einfach mal nach. Kann man mit ihm sprechen? Such mir etwas. Folge mir einfach. Such mir etwas. Such mir einfach alles, was du finden kannst. Nahkampfwaffen. Such mir alles, was du finden kannst. Es spricht. So da rein? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie. Da komme ich nicht rein. Wo hast du das denn schon wieder her? Wahrscheinlich ist da irgendwas drin und wir kommen da nicht dran. Okay, hier hinten rum geht's auch zum Tempel. Und ich würde eigentlich ganz gerne mal schlafen gehen. Uns wurde prophezeit, dass es ein Gasthaus gibt, in dem wir uns niederlassen können. Valentino, den kennen wir ja schon. Regis, den kennen wir auch schon. Bartok, du bist neu. Hey. Er arbeitet auch den ganzen. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nichts draus, ich auch nicht. Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern, dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Okay. Ist das der ehemalige Lehrling von Boswa? Kann das sein? Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Okay, den werden wir sicherlich finden. Ja, Bospa sagt, habe ich doch gesagt. Bospa sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich habe ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Bospa einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Warum konnten wir keinen Bogen da mitnehmen? Ich will auch klauen. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Wenn du lernen willst, wie man Tieren das Fell abzieht, geh zu Bospa. Er hat's mir damals auch beigebracht. Ja, mich würde eher interessieren. Okay, schleichen kann er uns auch beibringen. Mich würde eher interessieren, wie man den Viechern den Rest auch noch abnimmt. Aber das werden wir nicht jetzt lernen. Was wir mit dem Bogen umgehen können, auch erstmal nichts. Troka. Wo ist denn Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Okay. Wo bekommt man Sumpfkraut? Kann man das hier verkaufen für 10 Erz das Stück? Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Soviel ich weiß, irgendwo am Hafen. Werden wir schon noch finden. Hast du nicht nach ihm gesucht?
Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Aber doch nicht im Hafenviertel. Zusammen auf die Jagd gehen ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ein paar Erfahrungspunkte geiern, aber würde ich nicht unbedingt jetzt machen. Ich frage ihn trotzdem schon mal. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Nö. Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Nö. Nein. Dann bringt die ganze Sache ja wohl nicht viel. Komm wieder, wenn du das gelernt hast. Ja, okay, aber auf jeden Fall ist es eine Option, das ist doch schon mal gut. Was, die Magd ist gerade sehr interessant auf dem Ofen rumgeklettert. Kann man mit dir reden? Hey, schon, aber wahrscheinlich nichts Besonderes. Was gibt's Neues? Ich hoffe, dass die Miliz endlich herausfindet, warum die Bevölkerung von Korinis immer kleiner wird. Man muss ja Angst um sein Leben haben, wenn man so hört, dass schon so viele vermisst werden. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ja, okay, wir sind an der Sache dran. Was gibt es hier Interessantes zu sehen? Auf dem Marktplatz kannst du alle möglichen Waren ansehen. Ansehen oder auch kaufen? Wer sind die wichtigen Persönlichkeiten dieser Stadt? Die Paladiner haben das obere Viertel besetzt. Ich weiß gar nicht, warum er sich so. Ja, da ist nicht so viel neue Information drin. Ich will Bürger dieser Stadt werden. Willst du uns helfen, die Stadt gegen die Orks zu verteidigen? Wenn du Bürger von Korinis bist, kannst du der Miliz beitreten. Du solltest mit einer der Stadtwachen reden. Okay. Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Du bist jetzt am Tempel. Wo willst du hin? Das weiß ich selber nicht. Hafenviertel, Kaserne, Galgenplatz, Marktplatz ins obere Viertel in die Unterstadt. Danke. Wir gucken uns das war alles, was ich wissen wollte. Ciao. Was ist denn hier mit dem Mann, mit dem man nicht reden kann? Und dem Tisch, an dem man hängen bleibt? Koragon. Wo hast du das denn schon wieder her? Kriege ich hier was zu trinken? Wenn du Gold hast, kannst du hier sogar was essen, wenn du willst. Wow. Ich hab mir das schon gedacht. Und wie läuft das Geschäft so? Ach, hör auf. Lord André lässt am Galgenplatz Freibier ausschenken. Jetzt kommen fast nur noch die reichen Leute aus der Oberstadt her. Was ist so falsch an denen? Einige von den feinen Pinkeln können dir ganz schön auf die Nerven gehen. Dieser Valentino zum Beispiel. Ich kann den Kerl nicht leiden. Aber ich kann mir meine Kundschaft nicht aussuchen. Ich brauche jedes Goldstück. Das bisschen, was ich gespart habe, ist mir zusammen mit meinem ganzen Silber gestohlen worden. Du bist bestohlen worden? Hier werden irgendwie alle beklaut, hä? Ich bin zu spät in die Stadt gekommen. Du bist bestohlen worden? Ja, ist schon eine Weile her. An dem Abend war es noch ziemlich voll und ich habe Bier rumgebracht. Ich war nicht lange hinter der Theke weg, aber den Mistkerlen hat's gereicht. Ich war schon bei der Miliz deswegen, aber die haben natürlich nichts gefunden. Stattdessen besaufen sie sich am Freibierstand. Ja, den Freibierstand werden wir auf jeden Fall auseinandernehmen. Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt. Ich habe gehört, dass es viele am Hafen unten erwischt haben soll. Was nicht verwunderlich ist bei der Gegend da unten. Selbst Torben, der Tischler in der Unterstadt, beklagt den Verlust seines Lehrlings. Hakon, ein Händler vom Marktplatz, erzählte eine besonders abenteuerliche Geschichte. Er meinte, da wäre so ein Typ, dem er sonst jeden Tag über den Weg gelaufen wäre, auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Er ist deswegen sogar bei der Miliz gewesen. Die Bürger der Stadt sind daraufhin alle ziemlich in Panik geraten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich schätze, das ist alles Unsinn. Korinis ist eine raue Stadt und vor den Toren lauern eine Menge Gefahren. Wenn du nicht innerhalb der Stadtmauern bleibst, wirst du von Banditen überfallen oder von wilden Tieren gefressen. So einfach ist das. Ja. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wir werden aber bald wieder raus müssen. Was ist los mit diesem Valentino? Er ist stinkreich und muss nicht arbeiten. Und er bindet das auch jedem auf die Nase. Egal, ob man's hören will oder nicht. Er säuft viel und bleibt immer bis zum Ende, bis er dann früh am Morgen zurück ins obere Viertel wankt. Das geht jeden Tag so. Noch mehr Ärger kann. Ob man da was arrangieren kann? Was muss ich machen, um ins obere Viertel zu kommen? Du musst Bürger der Stadt sein. Such dir eine Arbeit.
Am besten bei den Handwerkern in der Unterstadt, dann bist du ein Bürger der Stadt. Tja, und wenn dir das noch nicht reicht, dann sprich mit Lord André in der Kaserne. Vielleicht nimmt er dich ja bei der Stadtwache auf. Die kommen auch ins obere Viertel. Aber ich denke, um bei der Miliz mitzumischen, muss man erst eine Arbeit haben. Zeig mir deine Ware. Apfel, Bier, Wacholder, ein Topf und Wein. Ja, brauchen wir erstmal alles nicht, aber schön, dass wir was essen können. Okay, aber hier kann man nicht pennen. Es war auch, glaube ich, kein Gasthaus, sondern eine Herberge oder so, was einem da angezogen wurde. Konnte sowas denn sein? Da stehen Wachen rum. Das sieht nach Marktplatz aus. Stadtwache. Ach was. Jack ist ja hier. Hey, du. Captain Jack. Eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Dinge zu erledigen. Rumstehen. Wir werden uns später unterhalten. Klar? Was ist denn hier mit diesen Marktständen? Warum kann man die nicht ausnehmen? Ich meine, ich sehe da Waffen hängen. Ist natürlich nur Textur. Aber trotzdem. Jetzt Essen. Tränke. Das würde ich gerne alles mitnehmen. Guckt doch gerade keiner. Noch mehr Waffen. Und Essen. Was bist du? Ich habe was anderes gehört. Herberge. Zum schlafenden Geldsack. Da fühle ich mich ja direkt zu Hause. Ah, Kundschaft. Was kann ich für dich tun? Zimmer. Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Einer der Paladiner hat mir gesagt, ich könnte hier umsonst übernachten. Ja, ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch ein oder zwei Betten frei. Okay. Warum bezahlen die Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Außerdem, denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Lord André hat ja auch angeordnet, dass am Galgenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Ja, da müssen wir noch hin. Wer übernachtet hier zurzeit? Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Aha. Denkt nicht mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Doch. Ich will ja keinen Ärger haben. Ja, ich werde ja nicht erwischt. Das geht schon. Ich habe ein paar Fragen zur Stadt. Erzähl mir was. Erzähl mir was über die Stadt. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, ist Korinis eine der reichsten Städte des Königreichs. Doch seit dem Krieg mit den Orks ist der Handel fast komplett zum Erliegen gekommen. Der König hat die gesamte Handelsflotte in den Kriegsdienst beordert, sodass zurzeit kaum noch ein Schiff im Hafen anlegt. Das Angebot an Waren ist daher zurzeit sehr knapp und viele Bürger der Stadt sind sehr besorgt. Keiner weiß so recht, was die Zukunft bringt. Wir können eigentlich nichts anderes machen, als abzuwarten, was passiert. Ändern können wir sowieso nichts. Macht das mit den Schiffen nicht lore-technisch überhaupt gar keinen Sinn? Es gibt doch dieses magische Korinis-Erz, von dem wir in Gothic 1 erfahren haben, weswegen ja die ganze Kolonie überhaupt erst gegründet wurde. Dieses magische Erz gibt es nur in dieser ehemaligen Kolonie, nur bei den Minen. Das heißt, dass wir mal mindestens eine permanente Handelsflotte zwischen Korinis und dem Festland, schätze ich mal, brauchen, damit die Versorgung an magischem Erz gewährleistet ist, damit neue Waffen hergestellt werden können. Wenn die gesamte Handelsflotte jetzt in den Kriegsdienst beordert wird und irgendwo auf See sich mit anderen die Köpfe einschlägt, wird kein neues magisches Erz mehr nachgeliefert. Wir haben nicht mehr die übermächtigen Waffen in diesem Königreich. Klingt erstmal ziemlich dumm. Wo kann ich hier was kaufen? Der Markt ist direkt vor der Tür. Dort solltest du eigentlich alles bekommen. Auf der anderen Seite der Stadt gibt es noch ein paar Läden und Handwerker. Die meisten sind in der Nähe vom anderen Stadttor. Ansonsten gibt es im Hafenviertel noch einen Fischhändler. Er hat seinen Laden direkt am Hafen. Du wirst ihn schon finden. Ja, bestimmt. Einen Markt haben wir gesehen, da war aber gerade keiner. Komisch. Gut. Wer erzählt alles weiter? Wo kann man denn dann hier schlafen? Da geht's hoch und hier ist eine Tür, die... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf.
Schade. Verdammt, was willst du? Schlafen. Die haben alle keine Truhe hier. Ist das enttäuschend. Ich dachte, wir können hier ein bisschen rumklauen bei den Händlern. Wir reden morgen früh mit allen. Wir gehen erstmal pennen. Na komm, jetzt aber. Gute Nacht.